liebe Leute, wir grüßen Sie jetzt hier super herzlich und so. Ja, das ist das letzte Mal. Es ist unser letztes Mal. Naja, zumindest, dass wir in dieser Saison was prognostizieren. KSC gegen Fortuna. Es geht um die goldene Ananas, aber trotzdem machen wir das jetzt hier mal so. Wie viel der KSC ist, haben wir jetzt gar nicht nachgeguckt. Ob die vielleicht noch um den Abstieg kämpfen? Das ist ja der Term, ne? Ich weiß. Oder nicht. Aufstieg. Ja, ich starte mal das Spiel hier, wenn du mal guckst. Wie viel da die in der Tabelle sind? Tabelle Fünfter im Moment. Fünfter, könnten die noch auf 3 kommen? Ja. Müsste Paderborn aber verlieren. Ja, das heißt, Karlsruhe könnte theoretisch Aufstiegsambitionen besitzen. Wir sind aber momentan nicht up to date, weil wir ein bisschen im Voraus hier prognostizieren. Deswegen keine Ahnung, ob es jetzt hier um die goldene Ananas geht oder nicht. Deswegen. Auf jeden Fall wäre für die Fortuna ja mal so ein 7. Platz ganz schön, ne? Moment. Zumindest in der ersten Liga. Achte. Oh! Ich meine noch der Start hier der Saison, wo die teilweise schon ganz weit unten im Keller hingen. Zwar kein Abstiegsplatz oder so, aber ich glaube 10. oder 11. waren die auf jeden Fall. Das ist übrigens Ramirez. Kenn ich nicht. Ich kenne nur Hennings. Ja, sag mal. No risk, no fun. Auf jeden Fall geht es dann wahrscheinlich. Gibt es dann nach dieser Prognosereihe noch DFB-Pokal, Finale und Champions League-Finale? Egal wer ins Finale kommt. Kommt auf jeden Fall. Die Prognose machen wir auf jeden Fall. Zumal hier DFB-Pokal steht da fest, das ist ja Bayern gegen Dortmund. So, müssen wir auch nochmal. Und mein Handy klingelt. Nicht so viel auf einmal. Tisch. Damit das nicht so summt. Wahrscheinlich hinter der Couch. Da wird es nicht gesund. Ich kann doch einfach hier so ein Ding machen. Ja, aber dann kannst du jetzt. Ah! Oh, was ein Schuss! Was ein Schuss! Heilige. Das ist ja cooler. Ich muss einfach nur mal auf die An-Aus-Taste drücken, dann ist der Anruf gemutet. Dann vibriert es nicht mehr. Krasser Typ. Das ist mir schon wieder heil. Fett gegeben. Ja, wir waren bei DFB-Pokal. Da kommt auf jeden Fall Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und Champions-League wissen wir noch nicht. Ja, müssen wir gleich auch noch prognostizieren. Machen hier gerade eine Aufnahmesession. Oh! War ein krasser Typ. Und ich glaube, das ist der gerade auch den Abschluss verkackt hat. Ich glaube, mit dem sollte ich nicht mehr schießen. Ja, und dann ist auch schon Sommer, so ungefähr, ne? Und dann steht die WM an. Ja, da schauen wir mal. Hat einen Pass. Oh. Schrei. Schrei hier rum. Also, wir sind hier natürlich nicht alleine, wir sind hier in einem großen Gaming-Haus. Wir sind im YouTuber-Haus mit ganz vielen Menschen, die genauso erfolgreich sind wie wir, Röchel. Und Dein Pass? Ja, da muss man halt auch mal Wäsche machen. Aber das müssen wir natürlich nicht selber machen, da haben wir auch Leute für. Dino. Von YouTube Money. YouTube Partnerkräfte. Ja, ich würde sagen, bei WM machen wir für alle deutschen Spiele. Ja, wahrscheinlich, dass wir alle deutschen Spiele machen. Es ist ja jetzt dieses WM-Spiel draußen von FIFA. Und ich habe da gehört, also zumindest im Englischen kann man sich ein Kommentatorenpaar aussuchen. Kann man die switchen. Nette Idee. Haben die das auch in Deutsch gemacht oder war das wieder nur so ein Ami-Feature? Das ist so. Naja, eigentlich Insel. Mann. Erstmal snickern. Ja, ich würde dann sagen, vielleicht nochmal sogar irgendwie ab halb oder Viertelfinale für alle Spiele, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Weil da sind auch die Ferien, ne? Ich glaube, Halbfinale und Finale sind wir gar nicht da.
Müssen wir gucken, wie wann, wann müssen wir weg? Das müssten nämlich die ersten paar Wochen sein. Los, Park, renn, Park! Upside. Auf jeden Fall, fürs Halbfinale könnte man ja vorproduzieren und fürs Finale suchen wir uns wieder einen Freiwilligen. Oder so ähnlich. Je nachdem, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. Mein Geheimfavorit Belgien. Die haben über die verschiedensten Ligen hin verstreut einzelne sehr gute Spieler. Ich frage, ob die zu gut zusammenspielen können. Ja, das wird die Frage sein. Also ich möchte da mal so Leute anmerken, wie zum Beispiel Courtois, momentan ja Keeper von Atletico Madrid, gehört aber eigentlich Chelsea, ist nur ausgeliehen. Dann wäre da zum Beispiel Eden Hazard von Chelsea selber oder Kompany, der Innenverteidiger von Dingens. Hier Manchester, Gardner City, dann noch Vertonghen von Spurs und Benteke und Lukaku. Huch, Freistoß. Keine Ahnung, aber Krebs schießt schon wieder. Oh mein Gott. Naja. Doink. Weißt du, wann denn die Saison 2014-15 anfängt? Nee, da weiß ich nichts von. Und wann die WM anfängt? Ja, letztens waren es noch 67 Tage. Das aber ist das ist jetzt auch schon lange überholt. Das heißt, wenn die Folge ja auch hoch ist, ist vielleicht noch 45? Keine Ahnung. 40? Den Überblick verloren. Ich glaube, mit Ferienbeginn ist das erste Spiel oder so. Was das Spiel ist, was? Der Gruppenphase oder was? Der Gruppenphase, ja. Brasilien gegen. Costa Rica? Mit Ferienbeginn? Ich habe da irgendwas mit Ferienbeginn im Gedächtnis. Bin mir nicht sicher. Zumindest Ferienbeginn in. Sommerferienbeginn in Nordrhein-Westfalen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da so ungefähr die Halbfinalspiele oder Viertelfinalspiele liegen. Ich meine, zwischen Oster- und Sommerferien ist nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, das sind nur noch 10 Wochen. Doch, 10 Wochen, so lange? Ja, ich dachte erst 8, aber vielleicht sind es doch 8. Das waren jetzt aber doch irgendwie 10, weil sich da 2 Wochen dazwischen geschlichen haben. 4 Minuten Nachspielzeit. 10 Wochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das zwischen Winter- und Osterferien. Das waren 16, wenn ich nicht komplett täusche. Das war schon ziemlich lang, ja. Das war extrem. Die Ferien sind so schnell zu Ende. Schon ein bisschen traurig. Ja, zur Halbzeit steht es natürlich wieder 0-0. Wie immer. Schon 2 gelbe Karten, mein Lieber. Passiert. Gardner und Halloran, glaube ich. Nee, Halloran nicht. Moment. Erwin Hoff. Ja, schöne Parade mit Keeper. Auf Mann, ne? Da muss man aber auch festhalten. Ja. Immerhin nicht nach vorne abgewehrt. Oder über die Latte. Oder zum Gegner. Lass mich beschießen. Ey, wer ist denn der gelbe Spieler? Ach so, auch das ist ein gelber Typ. Hier. So, siehst du da? Siehst du da schon wieder gelb? So, Ares. Nach Tor schießen. Das ist eigentlich immer der Verteidiger, der mir am meisten Angst macht, wenn die Fortuna spielt, weil. Der nix kann. Der immer irgendwelche Scheiße baut oder sich um sein Leben grätscht. Kriegt er schon mal rot?
hatte den Eindruck, es könnte das öfter Elfmeter geben, was aber dann meistens doch nicht passiert. Ja, da guckst du drauf, ne? Ja, kann man nichts machen. Geht einfach keiner hin. Lohnt sich das, dieses FIFA-Weltmeisterschafts-Game überhaupt? Keine Ahnung. Es gab schon 2010, da habe ich es überhaupt nicht beachtet, weil ich FIFA sowieso da eigentlich nicht gespielt habe. Da habe ich mir mal die Demo geklaut. Da ist eigentlich FIFA wie sonst auch. Nur steht was anderes drauf. Es gibt nur die Nationalteams und die haben halt die Modi ein bisschen überarbeitet. Aber eigentlich ist das ein Einkauf nicht wert. Deswegen dachte ich, ja, das ist eigentlich das normale FIFA. Und die Nationalmannschaften haben wir auch hier in dem. Wenn die für 10 Euro oder so den Mod aufs. Hier die verschiedenen Modi und die neuen Sachen, die es da mit dann gibt, als Update- oder DLC-Paket gebracht hätten fürs aktuelle FIFA, dann hätte ich das ja noch eingesehen, aber dass du jetzt dafür, keine Ahnung, 60 Euro oder wie viel das kostet, oder vielleicht 45, bin mir überhaupt nicht sicher. Müssen wir uns mal die Feature-Liste angucken, ob es das wirklich wert ist. Krasser Tor. Das ist das Krebs. Ja, das ist Krebs. Das war ein sehr schöner Over-the-Top-Ball und dann ist der reinfinest worden. Ja, hast du sehr schön gemacht, meinte ich. Zumindest war das schöner als dieses billige Eckenkopfballtor. Ich mag billige Tore. Ja, die kriegt man so leicht, ne? Kriegst du ja nicht. Nee, ich muss mir nur mal aufwendig was erspielen. Ja. Ich lasse halt diese komischen Teile da nicht zu. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schaut. Oh mein Gott. Geiles Tor! Oh mein Gott! Was ein geiles Tor! Voll Risiko, Volley genommen, reinfinest. Krasser Scheiß, ey. Boom. So, hast du das gesehen? Der grätscht sich schon mal um sein Leben. Zwei Leute, ein Gedanke. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Das bin ich schon blau. Du bist doch schlau. Nee. Ist er nicht. Das meine ich, da hätte man sowas mal gebrauchen können. Aber das geht natürlich halt nicht. Ja? Was ist denn da nicht in einer Demo drin, in diesem komischen... In der FIFA-Weltmeisterschaft-Demo? Das weiß ich überhaupt nicht. Also die haben ein paar neue Features gebracht. Einmal für einen Torhüter, wenn man jetzt als Torhüter Elfmeter schießt, dann kann er so verschiedene provokative Gesten dem Elfmeterschützen gegenüber machen. Die sehen halt aber einfach nur aus. Dann haben die drei neue... Jubel waren das, glaube ich, oder vier vielleicht hinzugefügt, kein besonders lustiger. Weil denke ich mir, da kann ich auf FIFA 15 warten, wenn ich so was. Das kann man jetzt ja so ein Update, was die bringen, um dann wieder 300. Ja, und dann natürlich die verschiedenen Weltmeisterschaftsmodi, die es dann da gibt. Also man kann dann da in verschiedenen Modi mit den jeweiligen Nationalteams Weltmeister werden. Das brauchen wir nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Spiels ist erschreckend gering. Also wenn man FIFA 14 hat, sonst ist es vielleicht... Nein. Ich glaube auch, wenn man kein FIFA 14 hat... Ich meine, die Nationalteams habe ich hier drin ja auch. Ja. Und das jetzt nur für den neu gestalteten Weltmeisterschaftsmodi, die es da ja jetzt gibt, zu spielen. Wäre vielleicht ein bisschen. Was hätte man ja auch in FIFA 14 einbringen können, ne? Wenn man schon so viel. Ja, habe ich ja gesagt, für 10 Euro in einem DLC oder als sogar kostenloses Update wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Oder schon drin. Ich habe ja gesagt, ja, schon drin. Wenn man weiß, dass es die Weltmeisterschaft ist, weiß man schon seit mehreren Jahren. Das. Da hätte man sich ich prognostiziere eine FIFA-Weltmeisterschaft für 2018. Boah! Was? Ah ja, genau.
Nur welch bin ich mir noch nicht sicher, wo. Katar wird ja schwierig. Da wollten die irgendwie im Wind. Ne, wann war das, ne? Also erst haben sie gesagt, die wollten in Katar die Weltmeisterschaft machen. So, erstmal ist das ein bisschen verschwenderisch, weil erstens in Katar gibt es noch keine Stadien, die müssen alle gebaut werden. Restlos. Das kostet erstmal mega und die wollen da so richtig was hinklotzen, die Katar-Typen. Keine Ahnung. Ja. Oh oh. Dann zweitens ist denn aufgefallen, dass es in Katar im Sommer so heiß ist, dass man keinen Fußball spielen kann. Dass die Teams alle einen Hitzekoller kriegen würden und... Deswegen hat die dann die Idee, das doch einfach im Winter zu machen. Das war so die erste Idee, die ich da gehört habe. Ja, zweite Idee ist dann gewesen, man überdacht alle Stadien und klimatisiert die. Es war denen aber zu teuer. So, und momentan steht überhaupt in den Sternen, ob die das da jetzt machen wollen. Aber sowas hätte man sich natürlich auch vorher überlegen können, ne? Das ist da eventuell etwas besser wird. Ja, hör mal, die in Katar sind die mit dem meisten Geld, die können der FIFA das die meiste Kohle zuschaufeln. Oh nein. Mann, der Pass war ganz schön gut. Also wie FIFA. Das nach vorne damit. Ich bin den Ball wieder. Gut. Danke. Ich will aber auch nochmal einen anderen haben. Weiß ich noch nicht. Nichts da. 97. Minute Tor schießen. 97. Minute wieder? Hm? 2 Minuten Nachspielzeit haben wir jetzt gerade mal. Ja, du darfst ihn mit euch nehmen. Ja, wunderschön. Nee, mach ihn immer noch warm. Und dann ist es, glaube ich, auch zu Ende. Nicht. So, einmal da raus vielleicht. Ja, und damit... Steht klar, mit einem schnellen Doppelschlag dreht der Karlsruher SC das Spiel und gewinnt nach einer torlosen ersten Halbzeit das letzte Spiel der Saison. Ob das wohl so stimmt? Vielleicht so den Aufstieg bringt, was ich theoretisch ist es momentan noch rechnerisch möglich. Dafür müsste Paderborn aber mal verlieren. Unwahrscheinlich. Naja, das war da knapp. Und dann sehen wir uns beim DFB-Pokal-Finale und Champions League-Finale noch. Und der kriegt. Und sonst auch haut rein. Jo. Du hast mich ganz schön oft gefault, mein Lieber. Ja, das war klar. Dein Snickers-Skill ist ganz schön. Guck mal, wie knapp das war. Ja, aber ich tue mal mehr da. Okay, tschüss.